Hallo und willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial für Inkscape. Wie zeichne ich eine Blume? Wir öffnen das Programm Inkscape. Es öffnet sich ein Programmfenster mit verschiedenen Toolbars, Werkzeugleisten, einer weißen Fläche und mit unserem A4-Blatt als Dokument. Wir wollen alle dieselbe Ansicht verwenden und gehen bitte als ersten Schritt in Ansicht und klicken Standard an. Es befinden sich jetzt hier auf der rechten Seite eine Toolbar und hier oben zwei Toolbars sowie hier die Werkzeugleiste. Wir wollen dieses Blatt drehen und das Dokument damit einrichten. Gehen auf Datei, Dokumenteneinstellungen, Querformat und schließen das Fenster wieder. Jetzt ist dieses Blatt Papier sehr weit von uns entfernt. Man kann hinzoomen, zum Beispiel mit der Lupe. Aber man kann es auch automatisch einpassen, indem man hier auf diese drei Lupen geht, und zwar die Seite in das Fenster einpassen. Der letzte Schritt ist, wir wollen uns eine Hilfslinie anlegen. Wir klicken hier auf den Pfeil Objekte auswählen. Wir klicken hier in diese Leiste mit den Zahlen und Maßeinheiten und legen bei ca. 150 mm eine Hilfslinie an. Und auch hier klicken wir und legen bei ca. 110 eine Hilfslinie an. Unser Blatt ist vorbereitet zum Arbeiten. Als nächstes müssen wir wissen, welche Werkzeuge wir brauchen. Für eine Blüte, wie eine Gerbera-Blüte, brauchen wir längliche, ovale Blütenblätter. Wir gehen auf den Kreis. Kreise, Ellipsen und Bögen erstellen zeigt uns das Kontextmenü an. Wir klicken da drauf und haben hier die Möglichkeit, uns ein Oval zu erstellen. Dies wäre sozusagen das Blatt gefüllt mit der roten Farbe. Wir wollen aber auch eine Kontur, das heißt eine Linie, eine Begrenzungslinie außen um die Füllung. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Objekt, gehen in Füllung und Kontur, klicken hier auf Farbe der Kontur und klicken hier auf einfache Farbe. Jetzt hat unser Blütenblatt eine schwarze Linie außen herum. Wir gehen näher ran, um uns das genauer anzuschauen. Wir passen das Objekt wieder in das Fenster ein. Wir schließen dieses Fenster und haben den ersten Schritt getan. Jetzt schieben wir unser Blütenblatt noch nach rechts in die Mitte und drehen es um 90 Grad. Wie man das genau macht, sieht man hier oben. Auswahl um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Dieses Dreiecksymbol mit dem Pfeil im Winkel im Uhrzeigersinn heißt 90 Grad drehen. Wenn ich darauf klicke, dreht sich das Objekt genau um 90 Grad. Ich hebe jetzt dieses Blütenblatt eine gewisse Höhe an, indem ich draufklicke und mit der Maus herumfahre. Jetzt dupliziere ich dieses Blütenblatt, indem ich hier auf dieses Symbol gehe. Ein kleines Quadrat und ein großes darüber, gewähltes Objekt duplizieren. Das Duplikat oder die Kopie befindet sich auf dem Blütenblatt selber, das ich dann wegschieben muss. Ich habe jetzt hier zwei Blütenblätter. Ich habe jetzt hier zwei Blütenblätter.
Eins, zwei. Wenn ich zum Beispiel mein Blütenblatt verschiebe und es aber wieder an der alten Position haben will, also einen Schritt zurückgehen will, muss ich dieses Symbol anklicken. Und der letzte Schritt wird rückgängig gemacht. Ich kann ihn aber auch wieder vorwärts machen, indem ich auf diesen Pfeil klicke. Aktion rückwärts, Aktion vorwärts. Wichtig zu wissen, weil man kann ganz viele Aktionen rückgängig machen. Jetzt wollen wir diese zwei Blütenblätter, die wir hier haben, gruppieren. Dazu müssen wir beide Blütenblätter aktivieren. Auswählen. Die gedrückte Shift-Taste auf der linken Seite, das ist die Hochstelltaste, um einen Großbuchstaben zu schreiben. Niederdrücken und das zweite Blütenblatt auswählen. Ihr seht, beide Blätter sind markiert. Wir gehen in Objekt und gruppieren. Wir könnten auch dieses Symbol anklicken, die gewählten Objekte gruppieren. Jetzt duplizieren wir diese zwei Blütenblätter, indem wir wieder hier auf dieses Symbol gehen. Duplizieren. Gewählte Objekte duplizieren. Jetzt wollen wir das Ganze kreuzweise aufstellen, das heißt diese zwei Blütenblätter, die sich hier drauf befinden, um 90 Grad drehen. Wir klicken wieder hier drauf, Auswahl um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Und wir haben ein Blütenkreuz mit Blütenblättern. Jetzt klicken wir zusätzlich noch diese Gruppe an und jetzt haben wir alle Blütenblätter markiert. Wie gesagt, mit Shift-Taste noch einmal Shift-Taste drücken, anklicken, anklicken, gedrückte Shift-Taste loslassen, Objekte gruppieren. Wir wollen dieses Blütenkreuz um 45 Grad drehen. Wir markieren unsere Gruppe. Wir sehen, alle vier Blütenblätter sind in der Gruppe enthalten. Jetzt wollen wir diese Gruppe duplizieren, verdoppeln also und um 45 Grad bis hierhin also circa drehen. Dafür müssen wir duplizieren. Wir gehen hier auf gewählte Objekte duplizieren. Das Duplikat liegt auf dem anderen Untergrund und deckt ihn quasi ab. Jetzt klicken wir noch einmal darauf. Wir sehen, die Anfasser zum Drehen sind hier markiert. Wir drehen um ca. 45 Grad. Wir sehen das. Hier unten uns der Winkel angezeigt wird beim Drehen.